Herzlich willkommen hier zurück in Babylon von Total War Pharaoh Dynasties, meine lieben Freunde. Wir haben im letzten Mal hier erfolgreich hier diese Siedlung eingenommen und ich möchte jetzt hier auch mal gerade mal gucken, was hier für Außenposten zur Verfügung stehen. Hier oben gibt es nochmal, so wie es aussieht, so einen defensiven Außenposten. Und eine mesopotamische Zwischenstation gibt es hier auch. Außenposten zerlegen wir jetzt. Ne? Wir wollen jetzt hier auf jeden Fall hier noch die letzte Siedlung von denen jetzt hier erobern. Und ich glaube, dann ist hier Schicht im Schacht und zwar endgültig. Da könnten wir jetzt hier dann doch nochmal etwas machen, was mit irgendwelchen Gottheiten zusammenhängt. Da bauen wir doch glatt mal hier nochmal eine Ishtar rein. Und was haben wir da noch? Hof. I rule here, so you will listen to me. Es gibt hier immer noch einige Aktionen, die gegen uns laufen. Wir sind beim letzten Mal irgendwie noch unverhofft König von Elam geworden. Ich weiß nicht, ob wir das rechtmäßig sind. Wir haben halt den Posten, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das sein sollten, sein dürften. Weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass wir das wirklich haben. Also das Anrecht, da drauf zu sitzen. Wo kommen denn die her? Hä? Wo kommen denn diese Wichte her? Muss ja immer noch eine Runde warten. Eieieiei. Egal. Ändern kann ich es gerade eben sowieso nicht. Wir können auch diverse andere Dinge bauen. Also vor allem können wir jetzt hier wahnsinnig viele Truppen rekrutieren. Das hier kostet jede Menge Stein. 650. Das hier sogar noch viel, viel mehr. Ich werde jetzt trotzdem die Füße stillhalten. Um in der nächsten Runde dann jetzt hier die... Hä, warum kann ich denn... Jetzt geht's auf einmal. Keine Ahnung. Das war auf einmal gerade eben so ausgegraut und ich klickte das erste Mal drauf und es ging nicht. Und erst beim zweiten Mal klicken hat er dann die Aktivierung vorgenommen, um mir zu zeigen, dass diese Meldungen noch alle da sind. Ihr seid schon ziemlich lebensmüde, ne? Also ich meine, ihr hättet euch auch einfach unterwerfen können, aber stattdessen habt ihr euch dazu entschieden, jetzt die aggressive Unterwerfung durchzuführen. Die aggressive Unterwerfungsgeste. Du schipperst jetzt darum, okay. Mein Vasall ist manchmal echt nervig, ey, ich sag's euch. Dass der sich einfach auch nicht konfigurieren lässt. So, du machst mobil gegen eine Siedlung. Und was ist das hier? Ein Absetzen-Komplott gegen den König von Aschur. Ganz im Ernst bin ich dabei. Den will ich inzwischen jetzt wirklich loswerden. Der geht. I welcome all to my court, as long as they show decorum. Momentan 38% Chance, ihn jetzt hier abzusetzen. Wird aber noch eine Weile dauern, bis das durchgesetzt werden kann, ne? Naja, es ist ein Versuch wert. Wobei ich ihn gerade eben auch verwechselt habe. Ich dachte, es wäre der andere. As King of the Universe, I set the future. Das ist eine mesopotamische Zwischenstation. Geil. Durch die komme ich jetzt hier nochmal ein paar Meter weiter. Song and Verse. Du hast jetzt hier auch eine Full Stack. I am a Kassite. Das ist auch eine mesopotamische Zwischenstation. Wisst ihr, wie wir das machen? Wir werden jetzt hier einfach hier reinmarschieren. Im Hinterhaltsmodus und da hingehen. Du holst dir, wie gesagt, jetzt hier noch diesen Bonus. Und ja, stellst dich jetzt da noch hin. I like traveling. Ja, das ist schön zu wissen, dass du gerne durch die Gegend reist. Du wirst auch viel reisen, das verspreche ich dir. So, Ur, kann ich jetzt endlich in Ur das Ding bauen? Ich werde endlich. Meine Fresse. Also, wir bauen jetzt hier das Monument der Herrlichkeit. Mehr Legitimation, Zufriedenheit, Einfluss, noch mehr Zufriedenheit angrenzend und Siegpunkte. Wird 11 Turns dauern, das Ding zu bauen. Aber ich glaube, es ist es wert. So, Außenposten können noch errichtet werden. Ja, hier sind halt einfach sehr viele Außenposten. Hat auch einfach beschädigt.
Ja, hier ist halt einfach nicht wirklich viel machbar bei all den Beschädigungen. Aber hier können wir was machen, bei der. Der freut sich jetzt darüber, noch mal ein mesopotamisches Monument hier errichten zu können. Ich glaube, das hier ist absolut Nonsens. Das brauche ich nicht. Ich will ja gar nicht da oben rumlaufen, da wo potenzielle Wüste ist. Dann kann ich das jetzt hier noch verbessern. Es ist immer noch ein Bau möglich. Ja, ich kann hier noch mehr Nahrung machen. Okay, das ist fantastisch. Wir werden natürlich auch in Susa dranbleiben, um hier noch mehr Nahrung zu machen. Stiller Wolf hat sich noch nicht bewegt. Er braucht sich auch nicht bewegen. Ja, und das ist jetzt hier die Auswahl an Einheiten, die wir jetzt hier momentan in Babylon machen können. Das ist schon mal eine andere Art von Auswahl, ich sag's euch. Hier zum Beispiel haben wir jetzt hier diese königlichen babylonischen Gardisten. Ich will die mal gerade eben mal anpinnen. Was haben die denn hier? 15% Fernkampftödlichkeit, aber nur im Fernkampf. Im Nahkampf sind es noch 5%. Interessant, interessant. Was haben wir da oben noch? Hier haben wir keine solche Goldeinheiten am Start. Hä? Oh, guck mal, wir haben jetzt auch hier die elamischen königlichen Stürmer zur Auswahl. Kann ich die auch hier rekrutieren? The whole world bows to me. Das würde gehen. I see capable warriors only. Da hole ich mir doch glatt mal einen rein, ey, ich sag's euch. Ihr seht, die haben auch noch irgendwie ein Geschoss mit 15% Tödlichkeit und im Nahkampf haben die auch 14% Tödlichkeit. Außerdem sind sie rüstungsdurchdringend. Also, ich glaube, die werden jetzt hier wirklich aufräumen. Ist zumindest meine Hoffnung. Ansonsten, hier können wir nichts machen. Stiller Wolf bleibt da stehen, wo er ist. Wie viel... Oh, endlich gerät dieses Gesetz demnächst mal in Kraft. Also ich denke, ich muss gucken, dass ich noch mehr Kuduru aufbaue. Weil es dauert enorm lange, diese Gesetze jetzt hier umzusetzen. Da braucht man eine Menge Kuduru. Die Frage ist bloß, wo soll ich diese Menge an Kuduru herbekommen, um all diese Gesetze zu erlassen? Das ist für mich nach wie vor ein Rätsel. Oh, der hat aber auch keine schlechte Armee. Du willst einen militärischen Zugang, gibst mir 1000 Steine dafür. Das ist in Ordnung, das kann ich ja später alles wieder aufkündigen. Noch habe ich ja keinen Stress mit ihm. Ach, Mann. Wie sie einfach hier über meine Verteidigungsanlagen herfallen, ne? Sumarati kann gut sein, dass demnächst vielleicht sogar fallen wird. Müssen wir uns geistig drauf einstellen. Du willst ein militärisches Bündnis. Moment, das schauen wir uns mal gerade eben mal an. Ganz im Ernst, ich hätte dich viel lieber gerne vasalisiert, mein Freund. Ich verlange von dir nichts. Ich biete dir 2000 Nahrung oder sogar mehr. Okay, das Dumme ist, Nahrung interessiert ihn nicht. Was ihn aber interessieren könnte, ist Holz. 1000 davon. 1000 davon. Ich biete dir 100 Gold. Das mit der Vasalisierung fühlt er noch nicht so richtig, um es mal so zu sagen. Was ist, wenn ich dir 5000 Nahrung biete? Das ist schon besser. Was ist, wenn ich dir 2000 Holz biete? Er ist halt Stärke Rang 5. Wisst ihr, der Gag ist, er ist stärker als ich, aber ich möchte ihn vasalisieren. Ne? Das ist gerade eben jetzt hier die Challenge. Ich will mal bloß mal gucken, ist es theoretisch möglich? Also es ist theoretisch möglich. Was ist, wenn ich dir 10.000 Nahrung anbiete? Und 2.000 Holz? Und 300 Gold?
Ich könnte ja auch 500 Gold bieten. Aha. Nee, das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Leider. Da ist die Hemmschwelle zu hoch. Also da bin ich nicht bereit, so viele Ressourcen dafür rauszupfeffern. Absolut nicht. Mir fehlt halt noch der Stärke-Rang. So, wir nehmen jetzt hier noch diese Holzsiedlung. They chose me and I agreed. Whoops. We must go there. As king of the universe, I set the future. Ja, und diese Zukunft, diese Holzsiedlung ist auf jeden Fall jetzt hier besiegelt. A flawless martial performance. Ja, flawless ist so ein hartes Wort, wenn man sich das so anguckt. Also, wir besetzen. I have plans for this place. Das war halt auch nur eine Nebensiedlung, aber jetzt machen wir nochmal ein bisschen mehr Holz. Mal gucken, was kann ich denn hier sonst noch so rausholen? Nicht allzu viel. Ja, ich mache hier auf jeden Fall, oder muss ich überhaupt eine Verteidigung machen? Es ist schon eine der vorgelagerten Siedlungen. Bei der muss ich das nicht. Aber ein Obelisk wäre hier irgendwann mal ganz nett. Dann heben wir uns das nochmal ein bisschen auf. Also wir zerstören das. Lassen die Festung nochmal da stehen. Werden jetzt hier einen Tempel machen. Das Maruk. Du machst hier noch mehr Ressourcen. So, Hammurabi, der Gesetzgeber, ist durch. Wir haben also tatsächlich dieses Gesetz ist durch. Wir machen nochmal 8% mehr Bronze, zahlen 6% weniger Unterhalt für Schwertkämpfer und machen nochmal 8% mehr Nahrung. Jetzt will ich einfach hier den Rang nochmal von allen Sachen erhöhen. Ja, jetzt gibt es nur noch die 19er und 20er Sachen. Aber ich sollte auf jeden Fall über ein Gesetz nachdenken. Ein weiteres ziviles Gesetz. Gold geht nicht. Kann ich, was pro Vasall? Mehr Bronze pro Vasall. Plus 30. das finde ich eigentlich ziemlich nett, wenn ich so darüber nachdenke. Baukosten, Rekrutierung, Unterhalt. Jetzt kann ich den Unterhalt für Einheiten nochmal senken. Oder nochmal pro Vasall mehr Stein. Das wird jetzt hier so ein reines Ressourcen. Und dann will ich noch mehr Nahrung pro Vasall haben. Finde ich eigentlich jetzt einen geilen Deal. Wird 27 Runden dauern. Nee, das hier hilft mir nicht weiter. Moment. Gesetz widerrufen. Wort der Götter. Dafür brauche ich. Außer nicht möglich, weil das Gesetz gerade erlassen wird. Hä? Gesetz zum Umwandeln markieren. Hä? Okay. Möglicherweise habe ich immer noch nicht verstanden, wie das hier funktioniert. Was meint ihr denn mit Gesetz umwandeln schon wieder? I rule here, so you will listen to me. Dinge, die absolut nur noch weird sind. Also ich versuche immer noch den jetzt hier abzusetzen. Ne? Das große Problem ist, dafür müsste ich jemanden finden, der mich unterstützt. Aber eigentlich will ich das gar nicht.
Sind wir mal ehrlich, eigentlich interessiert mich das null. Wir holen uns erstmal hier nochmal eine Besprechung eines Gesetzes. Use fewer words, Babylonian. Dann hole ich mir nochmal ein Getratsche. I find it hard to suffer your diplomatic dances, Babylonian. Sag mal, wie kannst du mich eigentlich multibel diskreditieren? Die Frage muss erlaubt sein. Watching crops grow is more interesting than this. Absolut kurios. Ich bleib dabei, es ist absolut kurios. So, jetzt sind wir hier endlich wieder drüber. Und hier müssen wir halt auch noch gucken, dass wir nochmal einen Ishtar-Schrein für den Sohnemann bekommen. Baumöglich. Ja, jetzt sehen wir zu, dass wir jetzt hier die bestmöglichen Einheiten noch herbekommen. Hier kann ich auch nochmal ein bisschen mehr Nahrung machen und später werde ich dafür sorgen, dass ich den Nahrungsbonus nochmal erhöhe. Diese Siedlung wird von uns jetzt hier noch ausgebaut. Das brauchen wir hier, glaube ich, nicht mehr. Das können wir abreißen. Aber was bauen wir hier noch rein? Ach so, ja, wir wollten ja das Ding hier uns zusammensparen. Ja, ich weiß, dass hier viele Außenposten beschädigt sind. Ich kann sie halt aber auch leider gerade eben nicht retten. Ein weiterer Erlass ist möglich. Das gehört jetzt alles wieder in Kombination uns. Wachstum der Arbeiterschaft, aber weniger Nahrung. Ganz im Ernst, damit bin ich cool, weil wir haben hier sowieso keine Nahrungsgebiete gerade eben. Ja, Stiller Wolf kann sich immer noch nicht bewegen. Soll er auch gerade eben noch nicht. Wir beenden unsere Runde und gehen in die nächste. Nachdem wir jetzt diesen Krieg hier hoffentlich endgültig beendet haben, können wir hoffentlich jetzt hier gegen den neuen Feind vorgehen, der jetzt hier im Westen unsere armen, unschuldigen Außenposten zusammen marodiert. Dinge, die ich nicht leiden kann. Checklash. If you say so. Das sind halt alles so Namen, ne? Die allermeisten habe ich noch nie gelesen. Hallo? Du willst meinen Sohn haben, oder was? Gegenangebot? Bietet einen Charakter aus eurer Fraktion für eine Heirat an nach dem Zivilisten? Nein, auf gar keinen Fall. Wir können es aber andersrum machen, du Lump. Bietet einem Charakter an, damit er eure Fraktion verlässt und der Thronfolger eines anderen wird. Nein! Ich will die Tochter hier haben. Die ist gehorsam, barbarisch, unverblümt. Gehorsam. Sie sind ja uralt, diese Frauen. Heiratsbewertung 1,0. Ja, das will er nicht. Also da wäre er dabei. Da wäre er dabei. Okay, Deal finden. Das kann man machen. Das kann man theoretisch machen. Wir schlagen das vor. Also, Stiller Wolf, du hast nun auch eine Frau, auch wenn sie doppelt so alt ist wie du. Verdammt. Ja, ist halt so. Was willst du machen? Ah, guck mal, da sind hier ein paar. Da ist nochmal so der letzte Schmelze, der ist noch gar nicht vernichtet. Soon the future will be mine. Der war ja in die Hügel geflohen. Und nachdem du in die Hügel geflohen warst, mein Freund, gebe ich dir jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Kostenreduktion. Jetzt hauen wir den hier schnell weg. Zack, erledigt. Ich habe es dann beschleunigt, ne? Bronze und Nahrung gab das für uns. Ja, komm, ich nehme hier die Verlustverstärkung. You chose this fate.
Jetzt ist die Fraktion vernichtet. Deswegen habe ich auch gerade eben das Update bekommen. So, dann marschieren wir mal nach Akkad mit dir. We will march. Da wirst du sogar nächste Runde ankommen. Let us fish. Ja, der Vater möchte fischen, alles klar. Wenn es nach mir geht, Freunde, werde ich hier eine Runde durch Babylon marschieren, weil ich dann vielleicht nochmal Truppen neu ausbilden kann. So, wir haben einen weiteren königlichen Erlass geschafft. Wir haben 4 Kuduro. Ich finde es immer noch schwer zu sehen, was man alles schon gemacht hat. Ja, ich weiß, man sieht hier diese Sanduhren und die Zahlen dran, aber ich bin trotzdem jemand, Leute, liegt halt einfach an meiner Art und Weise der Wahrnehmung. Es ist für mich nicht barrierefrei, versteht ihr, was ich meine? Ich muss da immer dreimal hingucken. Maximale Dauer für Tauschabkommen interessiert mich nicht. Mehr Stein noch machen. Eigentlich würde ich ganz, ganz gerne... Warte mal, ich guck mal gerade eben, was Bronze verbessert. Bronze. Nur das? Ernsthaft? Nur das? Das kann ich mir beinahe nicht vorstellen. Gibt es kein Bronze bei Zusammenbruch oder so? Ich guck mal gerade alles durch, ne? Ja, die mehr so... Bei Bündnis mit hethitischen Fraktionen. Wow. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt da. Ah, doch, hier, da kommt doch noch was. Aber warum wird mir das nicht angezeigt? Nee, also die Suchfunktion ist ziemlich von Fuß. Also gut, wir gehen es hier mal nochmal durch. Ne? Dann machen wir vielleicht nochmal ein paar Prozente mehr. Das hier scheint der schnellere Weg zu sein. Und dann können wir hier noch ein bisschen mehr Bronze uns rauskitzeln. Das kostet uns 6 Kuduru. Das können wir uns nicht leisten. Müsst du beschleunigen. This court is a sanctum of wisdom and reason. Aber vielleicht kann ich es ja doch. I keep nothing in the dark. Jetzt sollte ich genügend haben, wenn ihr mich fragt, um das jetzt schnell zu beschleunigen. Also gut, wir machen jetzt hier Diplomatie. Nein, nicht Diplomatie. Ich werde jetzt hier tatsächlich dieses Kuduro einsetzen, um das hier zu beschleunigen. Dann haben wir jetzt halt einfach hier diesen Munitionsbonus und dann haben wir in 3 Turns das hier. Ne? Das hier kann ich leider nicht beschleunigen, weil so schnell bekomme ich mein Kuduro nicht her. Ja, wir müssen den Anat einfach damit leben. So, in Anat haben wir jetzt hier die Stadt ausgemaxt. Jetzt haben wir hier eine gute Verteidigung, die bestmögliche überhaupt. Und dann denken wir so langsam aber sicher, glaube ich, über das Monument der Herrlichkeit nach, das hier noch rein muss. Ja, hier, oder warte mal, wir hatten doch noch irgendwas mit Bronze. Genau, nee, Quatsch, wir werden hier den Bezirk des Bronzearbeiters machen müssen. Die Frage ist, was werfe ich dafür raus? Wahrscheinlich früher oder später irgendetwas, was Nahrung produziert. Denn das andere Ding brauchen wir halt auch noch, ne? Und den Tempel des Marduk möchte ich gerade eben ungern abgeben. Würde ich sagen. Sehr ungern. Okay, wo kann ich noch Sachen bauen hier? Hier noch. Was wollte ich hier eigentlich noch bauen? Ich wollte ja, glaube ich, noch in Susa... Ne, in Susa wollte ich, glaube ich, keine Verteidigung bauen, weil ich einfach jetzt mal so naiv bin und sage, ich brauche das hier nicht. Aber ich kann hier noch mehr Einfluss vielleicht herkitzeln, oder? Aber dann tut's auch das Ding hier.
Und dann machen wir hier noch mehr Nahrung. Genau. Also das hier wird mir noch mehr Produktion von mehr Ressourcen ermöglichen. Dann wird das hier eine richtig fantastische Provinz. Hoffe ich. Warte mal, jetzt kann ich mal gucken. Direkt auf Stufe 2. Tja, das geht nicht, ne? Ermöglicht in allen Siedlungen einer Provinz den direkten Bau von Gebäuden bis auf Stufe 2. Wir sind halt leider nicht bis auf Stufe 2. Wir sind eigentlich schon weiter. Das ist unser Dilemma. Okay, da könnte auch ein cooler Streitwagen bei rauskommen irgendwann mal. Bin gespannt, wann wir endlich mal einen Streitwagen bekommen. So, hier können wir nochmal ausbauen. Stein. Ja, wie gesagt, der Obelisk soll hier noch rein. Hier kann ich leider keinen Obelisken setzen. Aber ich kann nochmal eine Behausung Ishtars jetzt hier reinmachen. Und für den hier brauche ich halt erstmal jede Menge mehr Arbeiterschaft. Was ist eigentlich hier so rot? Aktion vernichtet. Ja, königlicher Erlass ist in Kraft, schon klar. Königlicher Erlass in Kraft, schon klar. Ein Mädchen ist erwachsen geworden. Spähberichte, I don't care. Wir gucken mal gerade eben nochmal in die Familie. Ein Mädchen ist erwachsen geworden. Ja, sie ist jetzt 16, sie ist jetzt 33. Die habe ich weggegeben, die ist woanders. Also ich könnte sie noch irgendwohin verheiraten. Was ist mit dem hier? Der ist auch schon 9. Beide sind 9 und der ist 7. Also da werden einige Söhne noch kommen. Ich würde mir halt echt wünschen, Leute, wenn wir hier die jetzt schon benennen könnten. Das wäre so cool. Schade, dass sie das nicht ermöglicht haben. Was, Verderben? Der oberste Herrscher hat die Armee von Shutrukit dreimal besiegt. Der oberste Herrscher hat die Armee von... Ah, das sind irgendwelche Effekte. Das sind Beinamen, die er bekommen hat. Okay. Witzig. Aber auch nicht mehr. Ja, hier ist so viel kaputt und ich kann es einfach nicht ändern gerade eben. Anat, ja, wie gesagt, da wollen wir noch das Ding jetzt. Nee, Quatsch. Ich vergesse immer wieder, was ich hier bauen will, verdammte Axt. Ich gerate durcheinander. Aber noch nicht zu sehr. Also, jetzt geht erstmal der Sohn und Erbe nach Anat, beziehungsweise man könnte ihn auch dahin stellen, weil ich habe das Gefühl, dass Anat deutlich sicherer ist, als zum Beispiel jetzt hier unsere kleine Nebensiedlung. Kann ich mich eigentlich bewegen, wenn ich das jetzt hier deaktiviere? Nee, kann ich nicht, okay. Ich würde mich manchmal ganz, ganz gerne hier bewegen können, währenddessen die Runde wechselt. In Warhammer 3 geht es, aber nur im Multiplayer. Das ist das Verrückte. Bin ich dabei, mein Freund? Holz mache ich sehr viel. Und Stein kann man nie genug haben. Das ist halt leider einfach ein Fakt. Genauso wie Bronze. Also die zwei wertvollsten Dinge sind Stein und Bronze. Nach wie vor. Es wäre vielleicht anders, wenn Armeen auch ein... The finest hour. Kostenfaktor hätten, der Holz betrifft. Dann wäre es was anderes. Also, ne, stellt euch auch mal vor, Armeen müssten Holz oder sowas in der Art und Weise noch ausgeben. Zum Beispiel, um ja, zu kochen oder sowas. Das wäre dann eine andere Situation. Ja, ich pack dich da noch rein. Dann gehst du da runter. Und der Sohnemann übernimmt jetzt auch noch mal ein paar Truppen vom Daddy, die Daddy nicht mehr haben will.
Daddy will nämlich diese Einheiten jetzt hier alle nicht mehr. Daddy will coole Einheiten jetzt haben. The men need rest. Duty awaits. Jetzt haben wir nämlich nochmal eine 10er Armee. Und Freunde, wenn es nach mir geht, na, gehen wir jetzt mit dem Sohn. Marching time, soldiers. Da runterwärts. Get some rest, und werden die Truppen jetzt hier abliefern. So, jetzt schauen wir mal. Also, jetzt, wir holen uns zum ersten. Nein, was mache ich denn? Zwei Kavallerie-Einheiten. Ich will jetzt ein bisschen Kavallerie haben. Dann schauen wir mal. Kann ich hier irgendetwas beschleunigen? Das hier zu beschleunigen ist schweineteuer, aber jetzt haben wir immerhin die Auswahl. Also, wir haben jetzt die bestmögliche Auswahl an Einheiten, die hier jemals gemacht werden kann. Also, wir haben alle Einheiten in Babylon, die Babylon produzieren kann. Jetzt schauen wir mal, was das für uns bedeutet. Wie gesagt, zwei Kavalleristen wollte ich auf jeden Fall haben. Dann gibt es halt hier noch die gepanzerten arkadischen Bogenschützen, theoretisch. Die Frage ist aber, ob nicht vielleicht die babylonischen Bogenschützen besser sind. Ja, die haben auf jeden Fall viel mehr Reichweite. Die haben eine Reichweite von 160. Und die haben eine Reichweite von satten 190 und haben eine brutale Tödlichkeit. The officers wish my counsel. Dann weiß ich jetzt schon, was ich hier will. Ne? Das ist doch jetzt schon logisch. Aber ich will nicht zu viele Bogenschützen, weil ich habe ja die Jungs hier schon. Auf der anderen Seite könnte man auch hier babylonische Adelige stattdessen nehmen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wisst ihr was, wir machen erstmal eine Einheit babylonische Adlige. Ja, wir nehmen lieber eine Einheit babylonische Adlige nochmal ganz, ganz kurz mit. Ich meine, viele Streitwägen will ich nicht, aber ein paar sind durchaus angebracht. Dann wollen wir später noch zwei babylonische Garden. Oder wie heißen sie? Königliche babylonische Garden. Was haben wir da denn noch? Genau, das sind hohe königliche Garde. Arkadische Krieger? Nein. Arkadische Axtkämpfer wären zwei nachher auf jeden Fall auch noch ganz sinnvoll. I see capable warriors only. Hatte ich nicht irgendeine Fähigkeit, mit der ich schneller rekrutieren können sollte? Nee, ich kann nur die Truppen inspizieren. Steigert vorübergehend die Kampffähigkeiten. Ja, das ist aber wie gesagt nur vorübergehend. Das bringt mich jetzt hier nicht wirklich weiter. Ja, also du rekrutierst jetzt erstmal. Du bist damit jetzt ein bisschen ausgelastet. I rule here, so you will listen to me. Wieder will mich ja jemand diskreditieren. Ceremonial dress is so bulky. What is the news from Babylon? Wir haben wieder ein Gesetz besprochen für ein bisschen Kuduru. Kann ich den königlichen Erlass dadurch jetzt schon beschleunigen? Nee. Ich habe erst zwei, ich brauche vier. Okay, Freunde. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich habe es schon wieder geschafft, jetzt hier über die Zeit hinaus eure Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Na, hier fehlt uns halt noch ein bisschen was in der Richtung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.